erste Testläufe. Mir das Testlauf. Oh, hatten wir ja. Denke ich mal. Ja. Okay, konfiguriere Stromnetz. Fremont und Westside. Gesamte Region. Archimedes 2, gesamte Region. Notstromversorgung. Was ist jetzt der Unterschied zwischen gesamte Region und der Notstromversorgung? Bin mir jetzt nicht sicher. Also das sollten wir eigentlich machen. Das sagt mir gerade nichts. Das ist eine gute Idee. Wir wollen jetzt, glaube ich, nicht die Waffe aktivieren. Oder? Keine Ahnung. Aber ich glaube, das gibt nur Ärger. Wir sind ja leider wahrscheinlich für manche oder... wir hätten vielleicht Archimedes ja... Ich weiß gar nicht. Ich bin unsicher, was das ist. Ich will ungern der Fiese sein, deswegen komm, machen wir jetzt drei gesamte Regionen. Unausreichend Strom, das fällt wahrscheinlich. Ja, die Konsole, Aussichtsplattform, Turm. Chemisches Kraftwerk. Also unzureichend. Müssen wir gleich wiederkommen oder speichert der jetzt ab? Für den Fall, dass der genug Energie hat oder was? Ja, ein Kamm müsste den Kamm aber auch so packen. Ja, schön, dass man nicht weiß, was die Markierungen bedeuten. Pinienkerne. Wollen wir den sprechen? Oh. Alter, ich habe mich gerade so erschreckt, ne? Oh, mein Herz rast, ey. Ey, warte. Oh, Alter. Oh, habe ich mich erschreckt. Oh, der hätte das Ding jetzt. Toll. Boah, habe ich mich erschreckt, ey. Verfickte Scheiße. Herzinfarkt. Alter. Na, leck mich doch. So, beide Möglichkeiten zum Reparieren gemacht. Wir kriegen jetzt over 9000 Punkte. Und wenn nicht, ist das echt unfair. So, das ist das Hauptgebäude von Helios One. Hier sind wir jetzt auf dem Tower von Helios One. Ich denke mal, wir müssen hier runter. Wird zumindest Sinn machen. Ah, wieder geballert. Ach, das ist doch... Toll ist das doch. Reflexions... Kontrolltafel. Also Ignakak sprechen. Es funktioniert. Ah, ich bin blind. Obwohl, ich habe eine Sonnenbrille auf. Boah, ist das schön. Ah, komm drauf klar. Ist okay jetzt, ja. Kann ich nochmal aktivieren? Oh. Ja, ist gut, wunderschön. Wir hauen hier wieder hoch. Ab, so. Ah, oh, ist ja laut. Und da brauchst du hier. Da wartet. Nochmal schnell abspeichern. Okay, ich kann es nicht mehr konfigurieren. Naja, kann man nichts machen, ne? Hätte auch die Abkürzung nehmen müssen, aber nein! Will das nicht. So, finden wir denn noch was Brauchbares? Ein Sensormodul. Und Nuka-Cola. Und das brauchen wir nicht.
Ich finde mal noch irgendwas, was gut brauchbar ist. Wobei hier sind hauptsächlich Energiewaffen. Naja, was heißt Energiewaffen? Zumindest die passende Munition dafür. Habt ihr ja gesehen. Was, wie? Ist da Leo. Perfekter Name für eine Kampfmaschine. Ah, ja, ja. Aber Webcon hatte ja hier irgendwie auch die Finger im Spiel. Glaube ich aber auch gesagt. Sensormodul. Nehmen wir mit. Korken. Stange Zigaretten. Brauchen wir beide nicht. Schachtel Zigaretten. Stachel, jo. Yuka Cola. Okay. Ach, Boon, ich glaube, ich bin fast überladen. Den gebe ich dir mal ein bisschen was, ja? Soll mir recht sein. Ja, komm, fangen wir hier an mit Ammo. Da habe ich doch Raketen. Raketen. Erstmal hier kannst du haben. Kannst du haben. Kannst du haben. Das reicht dann auch erstmal. Weil mit Energiezellen können wir reichlich wenig anfangen. Obwohl, vielleicht bringt es das ja was, wenn wir die außen. Wo laufe ich hier überhaupt lang? Müssen wir hier runter? Müssen wir hoch? Müssen wir nach. Ja, wir müssen hier hoch. Weil, wie schon gesagt, ich benutze eigentlich ja keine Energiewaffen. Zumindest habe ich das nicht vor. Brauchen wir auch die Munition nicht. Aber wenn wir die auseinandernehmen würden, würde mich interessieren, ups, ob das dann mehr Geld bringt, als wenn wir die so verkaufen. Weil ich meine, so eine Grundration von 100 Schuss ungefähr, ja, pro Sorte reicht, glaube ich, aus. Oder eigentlich, wir müssen ja gar nichts davon aufheben. Weil wir sie ja eigentlich nicht benutzen. Aber ich halte immer gerne Vorrat, egal in welchem Spiel. Vorrat ist mir immer wichtig. So, ja, mit Freaky Deaky sollte ich nicht sprechen, sondern mit dem hier. Hi. Hallo. Womit kann ich Ihnen helfen? Ich habe den Strom ins Stromnetz umgeleitet. Ich habe es hier auf den Monitoren gesehen. Und das gleich an alle. Wirklich bewundernswert. Da die RNK jetzt mehr oder weniger hat, was sie will, verliert sie hoffentlich das Interesse an dieser Anlage und gräbt nicht tiefer. Die Anhänger werden dankbar sein. Nehmen Sie das hier als Abschiedsgeschenk. Ich hoffe, es hilft. Großes Buch der Wissenschaften. Na, warum nicht? Aber ja nicht. Oh, okay, das bringt's. Das bringt's. Vielen Dank, thank you. Positiven Ruf erworben. Okay. Warum sind sie hier? Egal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Du bist ein netter Junge. Anhänger der Apokalypse akzeptiert. Die Leute akzeptieren sie wegen ihrer Hilfsbereitschaft. Sehr schön. Wissenschaft. Ich glaube, durch das Buch kommen wir jetzt 3 hoch und sind da genau 25. Das reicht mir eigentlich. Das pilgern wir auf 55. Komm, das machen wir auf 35. Schleichen auf 20. Sprache auf 45. Ja. Und wir können uns einen Perk aussuchen. So. Der Kopf mit dem Royal. Jedem Rang. Rang des Exos, ja. Ich würde mir auf jeden Fall schneller Level abkommen, aber dann bringt's halt. Jäger. Ja, wir kämpfen nicht so gegen Tiere. Boni. Pferd brauchen wir nicht. Wir wollen niemanden fressen. Dem Extra-Verständnis erhalten sie den doppelten Bonus durch Magazin. Brauchen wir nicht. Unbedingt. Bleimagen. Das wert eventuell. Aber solange es was gibt, wird wir besser machen. Durch die Cut-Version wird das wahrscheinlich nicht passieren. Somit wäre das, glaube ich, ein Schuss am Ofen. Erhalten sie plus 3. Ihre allgemeine Schadenswelle. Dieses Extra kann 2-mal aufgewertet werden. Diese 2 Stunden gibt zusätzlich 3 Punkte. Also halt mal mehr aus. Okay.
Revolvermann. Wenn Sie eine Pistole oder ähnliche Einhandwaffen verwenden, ist das... Ja, Revolverkorb. Nutzt kein VATS. Finden Sie ein Behältnis mehr Nuka-Cola Kronkorken als sonst. Kommando. Solange Sie ein Gewehr oder eine ähnliche Waffe verwendet, erhalten Sie Bonus. VATS brauchen wir nicht. Schnell ziehen können Sie Waffen schneller hoch ausrüsten und wegstecken. Ja, wenn man jetzt im Gefecht umsetzen, also andere Waffe nehmen will, schon brauchbar. Schnorrer, mit dem extra Schnorrer finden Sie in Behältern wesentlich mehr Munition als sonst. Wir haben genug Munition. Starker Rücken, mit dem extra starker Rücken können Sie 50% mehr Pfund an Ausrüstung tragen. Dann würde ich sagen, nehmen wir entweder so hier starker Rücken. Härte. Bleimagen, ne. Härte oder vielleicht hier Hiller Kopf. Haben wir? Wir haben zurzeit ja eigentlich keine Probleme mit dem Tragen, das geht ja eigentlich noch. So schnell ziehen. Mal sehen. Wir halten nicht allzu viel aus, also nehmen wir, denke ich mal, Härte. Ich danke dir. So, was mit dir? Yo! Yo! Ich habe eigentlich gemacht, was wolltest. Ach, leck mich doch. Fick dich. Adios, amigo! Adios, du Stück Scheiße! Und komm, wir verlassen diesen Ort. Na, vielleicht gibt die RNK uns ja auch irgendwas. Obwohl, dann würden die wissen, dass wir keinen Bruder hier stationiert haben. Na, ist auch scheißegal. Da muss doch irgendwo hinführen, wenn das abgeschlossen ist und verboten ist. Wow. Meine Fresse, ist das dumm, ey. Die sind auch völlig behindert. Hey, willst du uns irgendwas sagen? Was geht's? Jo, wollte er nicht wissen, okay. Bis ja, später. Okay, du hast so einen Knick im Kopf. Okay. So, wir haben jetzt hier wieder ein tolles Buch der Wissenschaften. Wo ist es denn? Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Naja, Großbuch der Wissenschaften. Macht Sinn. Plus 3, yo, jetzt haben wir Wissenschaft auf 25. Das ist eigentlich, ich denke mal, so im Normalbereich. Steak, Wasser, Arzttaschen haben wir auch wieder ein bisschen. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal verkaufen. Wie geht's uns denn? Obwohl, an sich geht's uns gut. Radio, hier Strahlung ist auch okay. Effekte haben wir nichts Negatives. Durst ist okay, Hunger ist okay. Ja, wir haben vielleicht ein bisschen viel Zeug. Na komm, gehen wir mal. Sprachfehler ohne Ende. Ist das ein Spaß? Nun gut, wir gehen nach, was ist jetzt, Black Mountain, Camp irgendein Scheiß. Ja komm, wir gehen erstmal nach Good Springs. Und zwar um da zu verkaufen. Wir waren da so lange nicht mehr. Die müssten doch eigentlich genug Kronkorken haben, um uns die ganze Scheiße abkaufen zu können. Also wir verkaufen jetzt, falls wir was für unser Haus... für unsere Wohnung, für unser Zimmer einlagern zu haben. Werden wir da auch einlagern gehen. Dann ziehen wir weiter, je nach Quest. Wir haben, glaube ich, noch eine offene und einmal unsere Hauptquest. Hey, Chad! What? Ach da. Yo, Chad! Audi, möchten Sie Vorräte kaufen? Marco, natürlich doch. Du hast vielleicht ein paar neue Sachen. Du hast auf jeden Fall genug Kronkorken, um uns den Scheiß abzukaufen. Waffen, haben wir da sinnlose Waffen? Ja, Splittergranaten. Splitterminen kannst du haben. Laserpistole kannst du haben. Gegen Roboter behalten wir mal die Impulssachen. Granaten. Die finde ich doch relativ gut.
Lagern wir ein, wenn überhaupt. Kann man fressen. Können wir auch alles fressen. Hier, na, gegen radioaktive Strahlung brauchen wir nicht. Hier kannst du 2 von haben. Oh, kannst eigentlich alle haben. Brauchen wir nicht. Wir haben bereits ruhige Hand. Und das als Perk. Ja, ist okay. Ist auch okay. Jetzt kommen wir nochmal hoch, wegen den Drogen. Hier kannst du auch haben. Mad X. So, Schadenresistenz. Ne, komm, behalten wir. Wenn es hart auf hart kommt, ist es, werden wir froh sein, wenn wir das haben. Drohmäßig habe ich sonst nichts. Gucken wir mal weiter. Sonstiges. Sonstiges, was uns Geld bringt. Hier die Kernspaltungsbatterie. Schachtel Zigaretten. Sensormodule. Stangenzigaretten. Stromleiter. Schöne Sache. So, mal sehen, waffenmäßig, was hast du denn da? Impulsminen brauchen wir nicht. Wurfäxte. Wenn man werfen will, bestimmt nicht schlecht, aber wir wollen ja nicht. Lederrüstung nehmen wir mit, ist relativ günstig, können wir uns reparieren. Arzttasche brauchen wir nicht. Jet brauchen wir erst recht nicht. Pinienkerne, schmutziges Wasser, Stimpaks. Was haben wir denn an Stimpaks? Ja, weiter. Stimpaks. Würde ich mir vielleicht 3 holen, aber wäre dann wiederum Verschwendung. Wir haben eigentlich noch genug. Sonstiges. Erst mal hoch. Langer Lauf für den Punkt 357er Revolver. Aber wir benutzen gar keinen Revolver mehr. Den brauchen wir auch den langen Lauf nicht mehr. KK-Gewehr, Schalldämpfer. Kampf-KK-Gewehr. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das für ein Gewehr ist. Also. Und ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass wir nicht so eins haben. Deswegen Modifikationskaufen dafür bringt schon mal gar nichts. Munitionskiste. Hier irgendwie Pakete von Munition kaufen. Ja, das reicht eigentlich auch. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie ja, sonst ja, noch etwas. Immer genau. Boon, du hast doch auch noch Sachen, ne? Soll mir recht sein. Genau. Lager am Bein. Ah, die Stange Zigaretten können wir verkaufen. Rest Lager am Bein. Möchten Sie Vorräte kaufen? Nee, ich würde dir gerne Schachtel. Natürlich. Stange oder Schachtel, weiß ich nicht mehr. Mein Gedächtnis ist ein bisschen am Arsch. Ja, eine Stange Zigaretten, bitteschön. Ja. Hau rein. Ein weiterer zufriedener Kunde. So schaut's aus. Immer mit der Ruhe. Hau rein. Arschloch.